Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Und ich habe schon ein bisschen erklärt, wie die ganzen Kräuter funktionieren, aber heute kombinieren wir einfach mal ein bisschen mehr. Da ist ein grünes mit rot gemixt, ich hau das gelbe noch rein, habe jetzt also einen Vollheiler, der mich auch noch etwas auflädt. Die beiden kombiniert geben mir nochmal einen Vollheiler. Normalerweise werde ich diese ganze Kofferordnung offscreen machen, aber für den Zweck dieser Episode zeige ich einfach mal, wie ich meine Sachen normalerweise anordne. Vielleicht will das einer wissen. Und ja, ich wirke so ein bisschen außer Puste gerade. Ja, das ist eine andere Geschichte. So. Weil das Problem ein bisschen bei Resident Evil ist, dass alle Sachen einfach in den Koffer gefeuert werden. Das könnte mit der Zeit also nervig werden. Von daher. Achso, Pistole wollte ich ausrüsten. So. Das könnte also nervig sein. Aber wenn man seine Ordnung behält, hat man halt auch mehr Platz und verliert die Übersicht nicht so. Hier kommt übrigens die Erklärung zu den blauen Medaillen. Am besten, oh, da liegt ein Ei, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ein goldenes Hühnerei, oh, wie geil. Ja, das erkläre ich auch gleich. Also blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen, 7 hier auf dem Bauernhof und 8 auf dem Friedhof. Wenn wir mindestens 10 abschießen, dann kriegen wir ein kleines Geschenk. Wenn wir 15 abschießen, kriegen wir sogar eine verbesserte Version dieses Geschenks, sagen wir so. Hier ist noch mein Speicherplatz, den ich jetzt noch nicht in. Oder obwohl, nehme ich ihn einfach mal, dann wisst ihr, wie das Speichern aussieht. Dann. Ja, und ich kann diese Welt halt direkt überspeichern. Das ist halt das Let's Play, was ich gestern Abend noch mit zwei weiteren Leuten in der Leitung gemacht hatte, aber naja. Geht leider nicht anders, muss alles nochmal gemacht werden. So, da ist schon mal die erste. Gut, einer hat mich gehört. Ich erkläre mal schnell die Hühnereier. Also, es gibt drei verschiedene Arten von Hühnereiern und da vorne liegt noch eins, werde ich mir gleich holen. Es gibt weiße, die heilen uns ein wenig. Dann gibt es braune, die heilen schon etwas mehr. Und dann die goldenen sind Vollheiler. Und der Vorteil bei Eiern ist auf jeden Fall, dass sie nicht viel Inventarplatz verbrauchen. Es ist also ratsam, besonders das goldene Ei, schön lange aufzuheben und... Oh, sag mir nicht, das Ei ist schon weg. Ah, nee, da ist es gut. Da ist einer. Den habe ich fast nicht gesehen. So, stirb. Ich versuche so wenig Munition wie möglich zu verwenden, weil sie später auf jeden Fall ja, mehr von mir verbraucht wird. Keine Frage. Kuh. Daher. So, also 7 gibt es in diesem Gebiet und das noch ein Ei. Also von daher, wenn ihr low an Heilern seid, würde ich empfehlen, hier vielleicht ein bisschen rumzulaufen und zu warten. Wie ihr seht, droppen die einfach die ganze Zeit. Hier ist ein schönes Item, was 1000 wert ist, wenn wir es ins Wasser fallen lassen würden. Wenn wir es aber so aufheben, weil im Wasser wird es schmutzig, wohlgemerkt, wenn wir das auf die Art machen, wie ich es gerade vorgeführt habe, ist das Ding ganze 10.000 wert. Also diesen Einschuss mehr opfern, sollte man auf jeden Fall durch machen, denn ja, so viel mehr empfiehlt sich doch. So, Kopfschuss, Kick, Messer und du bist tot. So, da vorne müssten es noch ein paar weitere Leute geben, aber ich schnapp mir gerne einen nach dem anderen, weil solange die Sache ruhig ist, ist das Spiel auf jeden Fall leichter. Wenn man auf einmal von mehreren Seiten angegriffen wird, könnte die Sache schon problematisch werden. Erst recht bei Gegnern, die einen mit einem Schlag töten können. Also diese Gegner hier sind da jetzt nicht gemeint, die machen ziemlich wenig Schaden eigentlich, aber na, es gibt solche und solche. Solche, der Typ mit der Kettensäge, vor dem habe ich ziemlich Respekt, weil ich glaube, ich bin einmal von der Kettensäge bis jetzt gestorben, aber boah, da habe ich auch immens Fehler gemacht. Aber inzwischen habe ich schon etwas mehr Erfahrung wieder in dem Spiel und ich sollte das Spiel relativ gut spielen, aber wie oft ich sterben werde, keine Ahnung, einige Male bestimmt. Ich stand zu weit weg. So, du bist tot. Okay, da ist noch einer. Zack. Oh, da kommt einer. Wir können es auch gerne so machen. Schuss ins Bein, dann liegst du erstmal. Und dann so. Und ich habe übrigens, glaube ich, eine Medaille vergessen. Ich muss nochmal runter. Ja, und die ganzen Eier nehme ich natürlich mit. Habe ich mehr Heiler? Wieso nicht? Ich glaube, Gegner gibt es hier jetzt übrigens nicht mehr. So, und hier oben müsste nämlich eine sein. Da. Sehr gut versteckt auf jeden Fall. Die habe ich bei meinem ersten und zweiten Mal bestimmt noch nicht gesehen gehabt. Ja, also die ist echt gut positioniert gewesen. Aber wie gesagt, wenn man weiß, wie viele hier sind,
dann fällt einem die Sache leichter, weil man halt weiß, nach wie vielen man sucht. Aber das kann man ja nachlesen. Von daher, so, dort ist eine weitere 6. 7. Okay, es gibt noch ein kleines bisschen, was ich gerne sammeln würde. Und zwar gibt es hier den ersten Schatz im Spiel, den man zusammenbasteln kann, nämlich hier. Den Bierstein, da kann man, das ist ein Objekt, das würde glaube ich jetzt 3000 wert sein. Aber es gibt noch ein paar Objekte, die wir dort reinbasteln können. Und tun wir das, dann steigert sich der Wert und das Ding ist um einiges mehr wert, als würde man diese ganzen vier Sachen einzeln verkaufen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall. Vorausgesetzt, man weiß, wo man die ganzen Teile findet. Ich glaube, ich weiß leider nicht, wo ich alle Teile finde dazu. Aber, naja, wir werden sehen. Aber ich kann es nicht versprechen, dass ich das Ding voll aufbauen kann. Weil, wie gesagt, ich weiß leider nicht, wo es alle Schätze gibt. Aber, naja. So, Geld ist immer wichtig. So, und weiter geht's. Hier runter. Jetzt hier rüber und hier geht's nämlich weiter. So, lass mich doch mal sehen, wie viele Eier ich jetzt eigentlich gesammelt habe. Nicht wenig. Sollte mich also eine Weile am Leben erhalten, was mir das Spiel wieder um einiges leichter macht. Denn normalerweise bin ich eher low an... Ich glaube eher low an Munition, aber ich glaube in letzter Zeit bin ich eher low an Heilern. Aber mit so vielen Eiern sollte es mir leichter fallen. Und ja, diese drei Dorftrottel schicken uns einen Stein hinterher. Was wir also machen müssen, ist ein kleines Quicktime-Event, wobei wir die Wii-Fernbedienung schütteln müssen. Ach, nicht zu schwer. Und im letzten Moment A und B. Das hat mich bei meinem ersten Mal aber getötet. Da habe ich nicht drauf geachtet, dass ich auf einmal A und B drücken muss und zack, war ich tot. Aber ja, wenn man das Spiel schon einmal mindestens durchgespielt hat, sollte es eigentlich reichen, dann kennt man die meisten Sachen und dann stirbt man relativ selten. Also zumindest in diesen Quicktime-Events. Es gibt übrigens auch andere Cutscenes, wo man mittendrin irgendwelche Knöpfe drücken muss. Das heißt, bei dem Cutscenes, wenn man es erstmal spielt, sollte man die Fernbedienung nicht hinlegen, weil man sonst ganz schnell sterben könnte. Und der Typ... Ha, ich habe ihm sein Dynamit aus der Hand geballert. Da ist noch einer. Weiß ich nicht, ob ich den treffe. Ha, geschafft. Sehr gut, Zion. Okay, weiter geht's. Nee. Moment. Danke. Denn da steht irgendwo ein Typ mit Dynamitstangen. Da. Fail. Das ist echt die leichteste Art und Weise, diese Leute außer Gefecht zu setzen. Bärenfallen, wenn ihr da reinlauft, nicht gut. Denn dann verliert ihr zum einen Energie, zum zweiten, ihr könnt euch eine Zeit nicht bewegen. Was diesen Gegnern also leichter fallen würde, euch anzugreifen. Wow. Ich sehe dich gar nicht. Ach da. Ha. Gut, gut. Diese Dynamitstangen, ich glaube, die haben mich bei meinem ersten Mal spielen doch ein wenig mehr getroffen, als es jetzt der Fall ist. Ja. Also Dynamit-Leute sind an sich ziemlich einfach, wenn man ihnen das Dynamit entweder aus der Hand schießt oder es abschießt, wenn sie es gerade werfen. Wobei zweiteres leichter ist, aber wenn man verfehlt, könnte es sein, dass man ein bisschen Schaden nimmt, weil einen dann diese Dynamitstange trifft. Aber das ist auf jeden Fall der schnellste Weg, sie außer Gefecht zu setzen. Und sie töten natürlich damit auch Gegner, die in der Nähe rumstehen. Und daher empfiehlt sich das. So, ansonsten ist es hier irgendwie, haben sie sich die Tür zugenagelt, warum auch immer. Dort ist ein kleiner Schatz im Netz. Immer mal nach oben gucken übrigens. Wir kriegen jetzt das rote Katzenauge. Das ist einer dieser kleinen Schätze, die in den Bierstein reinkommen. Und Messer. Zack. Damit können wir diese kleinen Schlösser außer Gefecht setzen. Man kann auch drauf schießen, aber ich denke mir, bei solchen Stellen erst recht, wenn keine Gegner in der Nähe sind, sparen wir uns lieber die Munition. Das muss wieder jeder für sich selbst entscheiden. So, Pistolenmunition. So, dort. Zack. Bloß nicht reinrennen. Das macht eine Menge Schaden. So, gibt's hier noch was? Ja, ein grünes Kraut. Sehr schön. Boah, wie viele Heiler habe ich denn? Das läuft bis jetzt ziemlich leicht für mich. Aber ich garantiere euch, das wird nicht lange so bleiben. Also früher oder später wird Zion seine Probleme bekommen. Aber... Naja, ist hier noch was? Nein. Okay. Geräusche aus dem Schrank. Egal, machen wir einfach mal auf.
Ein gefesselter Mann im Schrank. Ich sag dazu lieber nichts. Little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Vielleicht. Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Du hast eine Pistole, Junge. Naja, und das war das. Erste Kapitel. Somit abgeschlossen. Ich schätze mal, das wird auch die Stelle sein, wo ich dann für heute aufhöre aufzunehmen. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge. Haut sie mir einfach in die Comment-Sektion rein und 90%. Na, geht. Ne, ist eigentlich sogar relativ gut, würde ich sagen. ja, okay. Von daher sage ich einfach mal viel Spaß und bis dann!